Hallo C64-Freunde, ja, da bin ich wieder mit meinem C64 und diesmal spiele ich ein Spiel auf Datasette. Und das ist hier Mad Nurse, die durchgedrehte Krankenschwester. Und sie hat auch einen Grund dazu, aber das seht ihr dann im Spiel. Na? Ja, ich werde dann vielleicht schon mal das Spiel in meine Datasette einlegen. So sieht die Kassette aus. Und ist vertrieben durch Firebird. Na? Ja, so, dann. Eject. Für Klappe auf. Kassette rein. Klappe zu. Entweder man tippt Load ein oder man macht Shift, Run, Stop. Press Play und Tape. Und das Spiel wird geladen. So, ich mache jetzt auch für euch wieder meine Nahaufnahme. Und wenn er Daten auf dem Band findet, so, dann hält die Kassette gleich mal ganz kurz an. So, dann sehen wir hier rechts noch so einen Counter. Ich weiß, also C64-Freaks wissen das, ne? Aber vielleicht die anderen, die so mit anderen Systemen gearbeitet haben, wie auch was ich den Amiga oder das, Atari ST, kennen das vielleicht nicht. So. Da hat er auch gefunden, auf dem Band, Daten und ja, Mad Nurse. Kassette bleibt kurz stehen und der Ladevorgang wird fortgesetzt. So, ich mache jetzt Stopp. Ja, ich habe diesmal meinen guten Morgenkaffee, ne? Denn diesmal bin ich. Nee, anders. Also ich starte ganz früh eine Aufnahme. Das ist aber beruflich bedingt, weil ich immer früh immer aufstehe. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, denn so habe ich das Gefühl, ich habe mehr vom Tag irgendwie. Gut, gegen Mittag, nachmittags kann es sein, dass ich mich doch mal für ein Stündchen hinlege, weil ich dann doch müde bin. Aber so mache ich ganz, ganz gerne den Morgen. Man hat so das Gefühl, man ist so der Einzige jetzt, der hier auf der Welt wach ist, was natürlich nicht ist. Na, ist mir schon klar. So, aber einfach dieses Flair hier. So, Searching. Also, er sucht was. Und jetzt sehen wir hier so einen Counter. Aufwärts 10. Ja, wie komme ich zu diesem Spiel? Das Spiel hatte damals mein Kumpel Toddy mitgebracht. Toddy, wenn du das Video siehst, ne, ich grüße dich. Der hatte selber auch ein C64 und hatte eine Sammlung von Kassetten mitgebracht, die wir dann an einem Abend gespielt haben, irgendwann, keine Ahnung, Ende der 80er. Und unter anderem auch Mad Nurse. Na? Ja, ich weiß nicht, habe ich das überhaupt schon mal gezeigt jetzt hier? Na? Hier Mad Nurse, doch, habe ich schon, ne? Die durchgedrehte Krankenschwester. Kann man vielleicht nicht ganz so gut sehen. Doch, habe ich glaube ich schon gezeigt. Ja, und das Spiel ist mir bis heute gut in Erinnerung geblieben. Und habe gedacht, ich demonstriere euch das mal. Vor kurzem hat Pixel Ami, so ist sein YouTube-Kanal, hat es im Livestream vorgestellt, auf meinen Wunsch hin. Und er findet das Spiel auch sehr lustig und hatte irgendwie eine Punktzahl von 15.800 oder so. Hat es auf Easy Peasy gespielt. Ich werde es auch gleich auf Easy Peasy spielen. Und hat er gesagt, Mensch, vielleicht kann man da eine Challenge rausmachen. Ja. Kann man, aber ich denke mal so, erstmal, so ist es erstmal für den Fun, euch das vorzustellen. Vielleicht kann man dann nochmal so eine Challenge starten, halt mit den an das Schwierigkeitsgrad auf normal, denn normal ist, da wirst du schon als Krankenschwester gefordert, musst die ganzen Babys einsammeln und ins Bett stecken. Ja, hier sehen wir auch schon ein Bild, wo die durchgedrehte Krankenschwester. Ach, mein, um Himmels Willen, Baby, geh nicht an die Flasche, denn die ist giftig. Oder Baby fährst in die Steckdose, oder Baby fällt in den Fahrschulschacht, ne? Kann alles passieren, ne? Und es gibt da auch Toiletten, aber ich weiß nicht, ob da was mit passiert. Also bis jetzt war jetzt so nichts gewesen, ne? Ja, aber sehr schön, dass du das auf deinen Kanal in deinen Livestream vorgestellt hast und, hat mir Spaß gemacht. Also guck da mal rein. YouTube-Kanal Pixel Ami. Dann den zweiten Kanal,
wenn ihr den nicht schon abonniert habt, na, unser Thomas Tomaniac hat immer das Format, einmal in der Woche startet er, ich glaube einmal in der Woche, ne? Oder alle 2 Wochen, weiß ich gar nicht. Total getaped, so heißt sein Format. Und da stellt er auch immer ein Spiel auf Kassette vor. Ja, und durch ihn habe ich auch das Tapuino kennengelernt. Weil manche Tapes, naja, über die Jahre hin, so wie eine Diskette, ja, können ja auch mal kaputt gehen. Entweder weil das Band nicht mehr so lesbar ist oder dieser Schaumstoff, der sozusagen also den Gegendruck leistet für den Tonkopf, ne, hatte ich zum Beispiel in meinem Fall gehabt, kann zerbröseln oder aus welchen Gründen auch immer. Oder die Datasette ist vielleicht von der Tonspur nicht richtig eingestellt, so dass man auf das Tapuino zurückgreifen kann. Dann kann man ja eben halt auf SD über das Tapuino dieses Spiel laden. Ne? Und da steckt man dann auch in den Kassettenport rein. Ja. Hat übrigens auch Thomas auch bei sich auf dem Kanal ausführlich vorgestellt. Und das Tolle ist auch daran, es verhält sich wirklich wie eine Datasette. Wenn du zum Beispiel Winter Games spielst, dann werden tatsächlich auch so die Tracks auch geladen. Also ich nenne sie jetzt mal Tracks. Na, also dann Skispringen, Tapuini bleibt stehen, also die Kassette bleibt stehen. Und bei der nächsten Disziplin geht es dann weiter. Also das hat er alles ausprobiert für euch. Kann ich ja unten auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Ja. Und ich peile nochmal so ein bisschen auf Andira 2010, so ist sein Kanal. Was immer sehr schön bei ihm ist, er stellt immer die ganzen oder er recherchiert die ganzen Hintergrundinfos zu diesem Spiel. Und sowas wie, wer hat es denn auch programmiert, welche Schwierigkeiten haben sich da ergeben oder auf welchen System gibt es noch, wo das Spiel portiert worden ist und so weiter. Na? Ja, also die drei Kanäle würde ich euch empfehlen. Pixel Ami, Thomas Domaniac und Andira 2010. So, das Spiel ist gestartet. Das Ganze wird nämlich auf Joystick Import 2 gespielt. Statt Press Button to Start hat man früher geschrieben Press Fire to Start, weil es war immer der Feuerknopf, ne? Gut. Da. Ist die moppelige Krankenschwester. Und Simon Pegg hat's programmiert. Ja, Press Fire to Play. Gut, und dann können wir uns das Level jetzt aussuchen. Easy peasy. Na, also sehr leicht. Normal ist schon schwieriger oder Treff hart. Der Unterschied ist da drin, hier fängst du schon ab Level 9 an und keine Ahnung, ab dann, also ziemlich weit oben am Level. Na, also wir machen aber jetzt easy peasy alleine schon für die Vorstellung. So, die Instruktion. Eine auszubildende Krankenschwester, die Nummer 1. Na, also Nummer 1 als die erste Krankenschwester von, keine Ahnung, wie viel. Miss Brenda Bumwash. Good luck. Gut, press fire to play. So, welcome to Ward 1. Enter at your peril. Ich weiß nicht, was peril also übersetzt heißt. So, jetzt gehe ich zu den Babys hin. Und wenn ich den Joystick nach oben mache, habe ich es aufgehoben, mache ich den Joystick runter, habe ich es ins Bett gelegt. Und die Flaschen, die giftigen, kann ich auch einsammeln. Na? Also, Ziel ist eben halt, die ganzen Babys hier zu retten und ins Bett zu stecken und sie vor Gefahren zu schützen. Und unten seht ihr da, wo Baby steht. So viele Babys werden in den Bildschirm auch kommen. So, 0, jetzt kommen keine Babys mehr in den Bildschirm. Und wenn ich die jetzt alle gerettet habe, beziehungsweise alle ins Bett gesteckt habe, dann komme ich ins nächste Level. So, 5 Babys, die in den Bildschirm kommen. Punkte gibt es natürlich auch. 1750 Punkte habe ich jetzt gerade gemacht. Wieder 500 gemacht. 500 Punkte. Am besten, ich setze mal die Priorität anders. Ich gehe mal nach unten und stecke das Baby hier ins Bettchen, wenn es denn mal geht. Ich kann jetzt, wenn ich auch möchte, natürlich auch auf Q drücken. Quiet. Ich glaube, dann hört man weder noch Sound noch Musik.
Und ja, S für Sound, glaube ich, da hört man wahrscheinlich nur, wenn das Baby wahrscheinlich in die Steckdose gefasst hat, dann schreit es einmal laut auf. Ja, und dann E für Exit, dann kommt man wahrscheinlich wieder an die in C64-Modus, ne? Da. Dann, ja, pausieren kann man auch, was man wahrscheinlich in den späteren Levels wahrscheinlich auch mal echt mal tun sollte, weil speichern kannst du natürlich ja nicht. Und rechts sehen wir dann Gas 05. Das ist Betäubungsgas. Das kannst du dann einmal auslösen und dann bleiben die Babys stehen für ein paar Sekunden. Das hat natürlich den Vorteil, wenn du siehst, oh, das Baby, na, ist kurz davor, die giftige Flasche zu trinken oder eben halt in die Steckdose zu fassen oder sogar in den Fahrstuhlschacht zu fallen. Ah, und es kann passieren, dass die Babys wieder aus dem Bett fallen, ne? Ey, du sollst schlafen hier. Komm her hier. Ja. Also eine witzige Spielidee. So, ein Baby muss ich noch und dann habe ich alle. Und du darfst dir als Krankenschwester drei Fehler erlauben. Wenn du drei Fehler erlaubt hast, dann ist sie gefeuert. Aber der Vorteil ist, dass man trotzdem ab da wieder. Ey, du sollst ins Bett gehen, Mann. So. Die Musik finde ich auch witzig dazu. Erinnert mich so ein bisschen wie soll man sagen, wie heißt diese Epoche? Da, wo Mozart und so gelebt hat. So eine Musik, wie nennt man die? Klassische Musik so, aber. Ich weiß nicht, falls ihr den Film kennt, das ist auch so eine Comedy, die gefällt mir sehr gut. Tanz der Vampire ist von, ach Mann, ich weiß die ganzen Namen gerade nicht. Und kann ich nur empfehlen und. Ach, hat in die Steckdose gefasst. So, das war jetzt der eine Fehler. Im wahren Leben ist natürlich klar. So, jetzt drücke ich auf Betäubungsgas. Schnell runter, bevor sie in die Steckdose. Oh, jetzt hat sie sich selber kaputt gemacht. Okay. Aber ich fange jetzt bei Level 4 an und ich glaube, die Punktzahl bleibt auch nach wie vor, ne? Ja. Und das kann so einem Baby auch passieren, dass es in den Schacht fällt, ne? Ja, nochmal zu Tanz der Vampire. Ist so eine Comedy. Die gab es, glaube ich, oh, wann kam der Film raus? Glaube in den Ende der 60er oder 70ern. Und nachher sind die ganzen Vampire so am Tanzen. Und dann kommt auch so eine Musik hier, so eine. Ach, ich weiß nicht, Tempelorgel, wie nennt man das? Ich komme gerade da nicht drauf. Am besten, ich sage da gar nichts mehr zu, dann kann ich auch nichts Falsches sagen. Ja, hier ist die Gefahrenfalle nicht so hoch, also ich sehe nicht so viele Steckdosen. Die wollen ja auch mal auf dem Arm, ne? Die mal strecken ihre kleinen Ärmchen raus. Mal 13.000 Punkte habe ich schon gemacht. Wie gesagt, ist halt easy peasy, ne? Und Pixel Ami hat auch irgendwann aufgehört, ne? Aber ich glaube, bis Level 9 oder 10 hast du es gespielt und ich glaube, ab da wird es auch schwierig. Ich glaube, dann kommt der Normalmodus. Oh. Ach ja, da war eine giftige Flasche. Genau, das ist die Gefahr dabei. Also, dass eine Giftflasche auf einmal aufploppt, ne? So, die auf einmal da steht. Natürlich ungünstigerweise genau vom Baby und ja, juhu. Daran habe ich natürlich nicht gedacht, ne? Ich habe gedacht, ich war ziemlich sicher, weil nicht so viele Steckdosen waren, aber ich habe an die Giftflaschen gerade nicht gedacht. Aber ich weiß nicht, ob die Toilette da oben, ob die was den Babys was anhaben kann. Weiß ich gar nicht. So, komm her hier. So, ab ins Bett mit dir. Mann! So. Aber ich habe viel Betäubungsgas. Ich weiß nicht, ob das sogar diese Flaschen sind, wenn ich die einsammle. Nee. Aber ich kriege auch dafür Punkte, wenn ich die einsammle. Ich weiß nicht, wie die sich zählen, diese Flaschen. Muss man darauf achten. Na, komm.
Enter at your peril, was es heißen könnte. So, runter. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen auch auf die Flaschen achten. Ach, wahrscheinlich immer ein Level, wenn ich vielleicht weiterkomme, dass ich dann ein Betäubungsfläschchen bekomme, das weiß ich gar nicht. Ich sag mal so, wenn ich jetzt so viele Betäubungsflaschen bekomme, ist ja... Oh, da unten ist eine Flasche. Ah, das habe ich jetzt gesehen. Ah! Ah, das hat nichts gebracht. So ein kleines Probespiel, ob man als Mutter oder Vater geeignet ist, ob man wirklich auch alles hier im Blick hat. Naja... Ich mag es ja nicht sagen, ne? Aber gut, ich kann auch nicht dafür, wenn plötzlich eine Flasche vom Baby aufploppt. Da. Da ist schon eine Flasche. Habe ich gerade gesehen, wie die aufgeploppt worden ist. Zack. Oder was ich mir vorstellen könnte, dass zu einer bestimmten Punktzahl, die man erreicht hatte, oder bestimmte Babys, die man ins Bett gelegt hat, dass man dann auf einmal eine Betäubungsflasche auf einmal kriegt. Ey, ab ins Bett mit dir, du. Kleiner Windelracker. Rein mit dir hier. Ich glaube, diejenigen, die Kinder haben, je nachdem, welches Geschäft die Babys gemacht haben, ne, wollte es man immer noch lieber gern den anderen überlassen. So, ich lasse es einfach mal zu, dass er jetzt bei der Toilette läuft, weil ich wollte wissen, ob da auch was passiert. Aber anscheinend nicht. Ein Baby muss ich noch. Oh. Ja, Miss Cassie Cuddlecare hat's da. Nee, das ist die neue jetzt hier, die Auszubildende. Krankenschwester Nummer 3. Ich möchte noch ein Stück weiter spielen, um allein schon euch zu zeigen, dass es doch schwieriger wird. Aber selbst hier bei Easy Peasy habe ich hier meine gewissen Probleme. So, 9. Das wäre jetzt der Normalmodus. Oh, jetzt habe ich sogar 15 Gasflaschen. Wie ist das denn? Gasflaschen. Ich meine, ist ja Betäubungsgas, ne? Also ich möchte mich jetzt schon mal davon distanzieren. Also ich werde sowas nie Babys hier antun, ja? Das ist jetzt nur hier ein Spiel. Oh. War da wahrscheinlich eine Flasche genau bei dem Baby angekommen. Aber guck mal, wie viele Babys jetzt schon im Bildschirm sind. Ja, jetzt wird stressig. Jetzt dreht sie durch, die Krankenschwester. Uiuiuiui. Und dann springen die wieder aus dem Bett, ey. Oh, ja. Jetzt noch ein Fehler sozusagen und dann ist sie gefeuert, ne? So, ich muss gleich schon den hier machen. Von den Betäubungsgasflaschen habe ich ja genug. So. Komm her, ja. Ab ins Bett mit dir. So. Willkommen to Ward 10. Mal sehen, wie weit ich komme. Vielleicht würde ich auch nicht nach der Punktzahl gehen, wenn man eine Challenge macht, sondern eher, wie weit man gekommen ist. Dennoch muss ich auch sagen, ich weiß auch nicht, wie viel Krankenschwester man ja auch hat, ne? Vielleicht auch irgendwas Krankenhaus. Nee. Die sind alle unfähig. Alle unfähig hier. Die stellen wir hier nicht an. Oh, oh. Non, hab ich gerade gesehen. Das ist jetzt auch das letzte Level, was ich jetzt auch hier mache, sonst sprengt das zu sehr den Rahmen. Also ich würde das, glaube ich, hier in so einer Runde spielen, hier mit irgendwelchen Freunden. Und dann auch schon auf Normalmodus. Ah, jetzt hat sie das Baby aufgenommen. Ich hatte eben schon Bedenken gehabt. Also bei den Toiletten passiert nichts, aber da oben ist eine Flasche. Schnell hin. So, gleich wieder drücken. Na, ja, hoch. Oder kann ich... Ach, ich kann dich hochnehmen, wenn Betäubungsgas ich denn ausgelöst habe. Dann ist wahrscheinlich die Krankenschwester logischerweise dann ja auch erstmal betäubt. Oh, oh, da unten ist wieder eine Flasche. Schnell runter. Na, nimm mit. Oh, ja. Sie ist gefeuert, ne? Ja. Miss Cassie Cuddlecare has been fired for
Neglect oder so, wie man es ausspricht. Und jetzt kommt Miss Tracy Toot-Tickler oder so. Ja, das war jetzt meine Ausgabe hier von Madners, ne? Also eine witzige Spielidee. Und das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, gut, aber vielleicht, weil es jetzt auf Easy Peasy war, ich finde, man wird ziemlich zu schnell belohnt mit irgendwelchen Betäubungsgas. Na, das hätte ich irgendwie so ein bisschen dosierter gemacht. Also, dass man wirklich die dann einsammeln muss. Und dass man nachher nicht, was weiß ich, 14, 15 Gasflaschen hat. Vielleicht braucht man die tatsächlich nachher. Vielleicht ist es sogar gut. Aber so jetzt mit dem, was ich gespielt habe, ich meine, klar, man hat gesehen, also dennoch kann es dazu führen, dass du gefeuert bist. Ich weiß nicht, wie viel Leben man hat. Leben, sag ich mal, in wie viele Krankenschwestern man hat, weiß ich auch nicht. Aber das hätte ich auch so ganz gerne begrenzt. Na? So, ich finde mal, so ein Spiel muss ja auch ein bisschen herausfordern. Okay, das war meine Ausgabe, meine C64-Ausgabe. Ich hoffe, euch hat die gefallen. Und ja, dann schreibt mal eure Kommentare zu diesem Spiel. In dem Sinne, sag ich mal, ciao.